Hallo YouTube und ich habe ein neues UPS-Paket bekommen. Das Ganze ist schon ein bisschen zerrupft, auch von der Stabilität nicht so das Beste. Ich verrate euch jetzt erstmal nicht, was drin ist, weil, ja gut, eigentlich bescheuert, weil ihr habt ja bestimmt den Titel gerade gelesen vom Video, aber ich bin mal sehr gespannt. Ich habe so etwas noch nie gemacht. Aber jetzt passend zum Gewinnspiel hat sich das angeboten. Und zwar, wenn das hier irgendwie rauskommt. Also ich habe echt keine Ahnung, ob das funktioniert hat, wie es funktioniert hat. Und oh Mann, ihr seht es, nee, nicht 200, 500 Flyer, Postkarten groß. Ja, ihr seht, eigentlich sollte hier was Witziges stehen, aber mir ist nichts eingefallen. Sorry, unten dann Technikfaulty und der Link zum YouTube-Kanal. Diejenigen, die Pakete, Päckchen, Briefe vom Faulty-Gewinnspiel bekommen haben, die werden damit welche drin finden. Ich dachte mir, ich probiere das einfach mal. Ich habe da jetzt so ein Angebot gefunden im Internet. Was weiß ich, das Zeug hat so, ich glaube, um die 35 € gekostet. Habe diese Grafik einfach für die Vorder- und Rückseite verwendet. Fühlt sich dann doch ein bisschen dünn an. Ich glaube, beim nächsten Mal nehme ich was Dickeres und vielleicht ein bisschen größer. Ich dachte, ich hätte jetzt Postkartengröße genommen. Ja, doch, kommt ungefähr hin. Ja, vom Text von Bildern und so, das kann ich nicht. Beziehungsweise da hatte ich irgendwie. Es war mir zu nicht aufwendig, aber darum zu experimentieren und. Da muss man aufpassen, dass man rechtefreie Bilder hat und alles Mögliche. Das habe ich auf dem Mac innerhalb von na, 5 Minuten vielleicht, nochmal 2 Minuten für die Farbe dann mit Pixelmator, naja, dieses Pixelprogramm da zusammengeschustert. Hat wunderbar funktioniert. Ja, Flyer ausgestanzt, 350 Gramm Papier. Keine Ahnung, ob das jetzt Hochglanz oder nicht war. Egal, einfach mal wieder ein anderes Video, was hier sich auf Faultier, Technik Faultier und so bezieht. Eine Box voller Flyer. Ja gut, fürs erste Mal gar nicht schlecht, kann man mal probieren. Alles ist draufgekommen. Ja, meine erste Erfahrung mit einem Paket voller Flyer. Mal gucken, was ich damit jetzt mache. Macht's gut und tschüss.